Da sind wir wieder. Also ich zumindest. Ich hoffe, ihr auch. Piu, piu, piu. Ich muss mal meine Ohren richten. So. Hey Cecile, guten Morgen. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, Kaffee. Okay. Bereit bin ich. Stehen wir auf. Machen wir uns ans Werk. Wir brauchen jetzt erstmal sehr viel Holz. Vor allem Weichholz. Hauptsächlich eigentlich nur Weichholz. Glaube ich. Na, stimmt nicht ganz wahrscheinlich. Holz auf jeden Fall. Okay, dann brauchen wir mal unsere Axt. Dann fangen wir mal an. Ach du, heilige Neune. Was? Man kann die Bäume doch umhauen. Oh, aber vielleicht ging das vorher mit der anderen Axt nicht, aber jetzt geht's scheinbar. Das wollte ich gar nicht. Aber ehrlich gesagt wollte ich den Baum hier schon lange loswerden. Den haue ich vielleicht jetzt absichtlich um. Der da stört mich auch, ehrlich gesagt. Der muss auch weg. Der Axtmörder. Zumindest, wenn es um Bäume geht. Also würde man nicht vielleicht, wenn man sagt, ein Axtmörder, würde das nicht eher bedeuten, dass jemand Äxte umbringt? Ich meine, man sagt ja auch nicht, wenn jemand jemanden erschießt, der ist ein Pistolenmörder. Weil es bescheuert wäre, das zu sagen. Genauso wie es mit dem Axtmörder bescheuert wäre. Oder ein Messermörder. Man sagt das nie. Man sagt das nur explizit bei der Axt. Gibt es den Begriff Axtmörder. Aber egal, was man sonst benutzt. Man ist kein Kabel. Man ist kein Klavierseitenmörder. Und kein Messermörder. Und kein Pistolenmörder. Und kein Automörder. Und kein Giftmörder. Ah, okay. Giftmörder. Klingt nicht total lächerlich, aber ist auch nicht so üblich, wie Axtmörder. Warum? Warum? Was ist denn bitte... ist das so was Eigenartiges, so was Besonderes, so was Einzigartiges? Das Axtmörder-Dasein? Man ist auch kein Schaufelmörder, nein, es ist die Axt. Verrückt, oder? Total verrückt. Wenn man ein Serienmörder ist, dann genau. Genau. Dann bringt man TV-Serien um. Dann ist man der, der die ganzen guten Serien absetzt, wahrscheinlich. Muss ich mal ganz kurz testen. Ah ja, da kommt auch Holz raus, als wäre es ein normaler Baum. Ich meine, Palme ist ein normaler Baum, aber... Ihr wisst schon, ein normaler, normaler Baum. Ein noch normalerer Baum. Was etwas herstellen. Was etwas herstellen. Ganz genau. So, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich die Werkbank, die Mini-Werkbank will, die könnte ich jetzt einfach herstellen.
Ich habe schon so viele Werkbänke. Aber dann, ich möchte alles in einem einheitlichen Holzlook. Machen wir den Mini-Werkbank. So. Okay. Den Spiegel können wir herstellen. Her damit. Meine Tasche ist voll. Okay, ich muss erst ein bisschen Platz in meine Tasche mal wieder. Wie immer. Schauen wir mal. Ich hoffe, ich brauche die Sachen nicht, die ich da gerade rauswerfe. Schauen wir mal. Ah! Oh, hörst du auf? Leg die Axt weg. Der macht die Lampe an, bevor er anfängt zu basteln. Ja, ziemlich cool. Das muss man schon sagen. Nicht schlecht. Vielleicht historisch bedingt, da man früher schneller an eine Axt kam, als an Messer oder Schwert. Ja, aber gerade dann sollte es doch quasi so normal sein, dass man nicht extra einen Begriff dafür nimmt. Ich glaube, das hängt eher damit zusammen, dass man da sowas Brachiales damit verbindet irgendwie. Aber, ja, wer weiß. Also technisch gesehen ist eine Palme kein Baum, sondern, hör schon auf, ein Nacktsamer. Ist ein Nacktsamer kein Baum? Ich meine, ich weiß, dass man zwischen Nackt- und Bedecktsamer unterscheidet. Aber ist nur ein Bedecktsamer ein Baum, technisch gesehen? Das weiß ich nämlich nicht. Das weiß ich nicht mehr. Ich wusste das mal. Weitermachen. Bäume sind Bedecktsamer. Blütenpflanzen. Okay. Block. 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 Wir brauchen dreimal das Blockset. Und ich befürchte, dann brauchen wir vielleicht noch ein bisschen Weichholz, wenn ich das jetzt dreimal mache. Nacktsamer ist FSK 18. Ja, logisch. Ja, ich habe mal eine Zeit lang Biologie studiert. Aber das weiß ich tatsächlich nicht aus dem Studium, sondern noch aus der Schule, aus dem Abi. Ja. So, genau, jetzt brauchen wir wie befürchtet Weichholz noch. Okay, dann werde ich wohl nochmal meine Axt schwingen müssen. Ist aber schon lange her. Also, das Studium und so. Wenn Landgrid den FSK 18 Nachtsamer mit dem FSK 18 Mörderaxt umbringt, ist das dann FSK 36? Das sind die Fragen, die die Welt beschäftigen. Die größten Philosophen unserer Zeit haben das noch nicht lösen können, das Dilemma. Okay, ich glaube und hoffe, wir haben genug. Aber warte mal, ich höre hier irgendwie eine Grille oder eine Zikade zirpen oder so. Das hört sich so an, als würde es aus dem Baum kommen. Aber da ist nichts.
In dem Baum sind doch ganz schön viele Stöckchen. Meine Güte. Ich weiß nicht, wo das Geräusch herkommt. Wir werden es wohl nie erfahren. Was willst du tun? Oh ja. Unbedingt jetzt mal unbedingt. So, dann. Natürlich noch ein Regal. Und natürlich noch den Stuhl. Wobei mir fast ein zweites Regal lieber wäre, aber ich mache jetzt auch mal den Stuhl. Palmen sind bedecktsamer. Aha. Bedeckt mich mit Schande. Das ist ein Animal Crossing würdiger Wortwitz. Insofern bist du quasi wieder rehabilitiert. Ich habe mich gerade noch gewundert, weil ich mir gedacht habe, aber man sind Kokosnüsse nicht irgendwie Früchte? Aber dann habe ich mir gedacht, ach, ist ja wurscht. Moment, ich habe noch gar keinen Spiegel gemacht. Den wollte ich auch machen. Dann war ich mir auch nicht sicher, ob das überhaupt stimmt. Und dann wollte ich nicht mehr weiter drüber nachdenken. Aber ich könnte natürlich auch noch einen Schaukelstuhl machen. Für außen. Aber das ist eher. Aber der Schaukelstuhl wäre für innen noch was. Die anderen Sachen sind eher für außen. Die hätte ich schon noch gern. Hi Aldus, wie geht's? Auf einer Skala von Red Bull bis Valium, wie geht's dir? Ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, wie diese Skala funktioniert. Ach, wegen Red Bull ist wahrscheinlich Aufputschmittel. Also du meinst so auf einer Skala von Koks bis Valium oder so. Dann würde ich sagen, mittlerweile nach dieser kurzen Pause 4. oder so. Es geht. Vorher war es schlimmer, vor ein paar Minuten, vor einer Stunde oder so, war ich wirklich im Eimer. Aber jetzt gerade fühle ich mich einigermaßen, als würde ich leben können. Noch ein bisschen wenigstens, wenn alles aus ist. So, das Feldbett muss ich leider behalten. Erstmal, weil sonst habe ich kein anderes. Und ich will ein Bett in meinem Haus. Nicht, dass man das in dem Spiel brauchen würde, aber... Also, muss schon ein bisschen, oder? Also echt jetzt mal. Ich bin gespannt, ob die Bauklatzanlage jetzt einen besseren Sound hat, als das blöde Radio. Radio, halt die Klappe. Ausschalten. So. Oh. Ich habe keine Musik. Kriege ich denn jetzt Musik her? Ich habe hier so eine coole Anlage. Aber die Anlage hat quasi kein Radio oder wie? Oh Mann. Das ist ja gemein.
Kann ich jetzt was auf die Anlage stellen? Das würde mich noch interessieren. Könnte ich jetzt hier meine Nintendo Switch draufstellen? Nein, ich kann nichts auf die Anlage stellen. Das finde ich ja ein bisschen doof. Wie sieht das aus, wenn ich so ein Regal... Wo ist es denn? Daneben stelle. Könnte man machen, oder? Radio auf die Boxen stellen. Ja, man kann leider anscheinend echt das Radio nicht draufstellen. Hey, aber ich muss noch so ein Regal machen, glaube ich. Das stelle ich dann neben die... Also auf die andere Seite neben die Anlage. Dann ist das vielleicht ganz cool hier. Andererseits ist es hier momentan leider viel zu eng. Dim, 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 dim. Au! Das ist KK... Wie heißt's? Ich weiß es nicht mehr. KK Western. Heißt's nicht, aber... Doch, es heißt KK Western. Hab ich's doch gewusst. Ich kenne doch die KK-Songs schon ein bisschen, teilweise. Kann ich auf das Regal vielleicht meine Switch stellen? Ah, das geht. Okay, das ist cool. Ja, okay. Ach, verdammt, ich hatte doch schon Holzspiegel. Jetzt habe ich zwei Holzspiegel gemacht. Können wir einfach kaufen. Steht zwar dann ein bisschen blöd am Eingang, aber ich glaube insgesamt weniger im Weg. Obwohl, das geht sogar. Ich glaube, das geht sogar. Kann man hier trotzdem noch ein Regal hinstellen. Aber wo kommt denn der Spiegel hin? Ah, bin ich froh, wenn wir morgen das größere Haus haben. Aber bis jetzt muss das mal so stehen bleiben im Grunde. Genau, dann kann hier wenigstens noch der Spiegel sein. Hi, Landsquid Bird Rider Sister, wie geht's? So. Erstens will ich nicht mit dem Kopfteil Richtung Tür schlafen. Das geht gar nicht. Ach komm, ich muss es einfach einpacken und nochmal neu platzieren. Das hilft nichts. Ah, jetzt steht schon wieder falsch. Und zweitens brauchen wir jetzt noch ein zweites Regal hier. Dann ist das mal provisorisch mit Holzmöbel und so alles eingerichtet. Oh nein, warte mal. Das Radio steht jetzt im Grunde falsch rum. Das will ich nicht. Kann ich jetzt den Stuhl näher ranschieben? Nee, leider nicht. Was ist das da jetzt noch? Die Laterne, stimmt. Ich hol mal noch ein bisschen Weichholz. Ich sehe nicht so super müde aus. Ja, das geht. Aber ich bin schon müde. Aber ich liebe... Ja, habe ich vorher schon gesagt. Das bräuchte ich jetzt wahrscheinlich. Aber momentan ist das schwierig. Ist da ein Kolibri gerade? Das sieht aus wie ein Kolibri. Das ist ein... Oh, das ist, glaube ich, eine Honigbiene oder sowas. Die haben wir noch nicht. Die könnte ich fangen, wenn ich mich beeile. Oh, da sind einige unterwegs gerade. Oho!
eine Honigbiene. Was für ein süßer Fang. So, wo waren sie stehen geblieben? Was wollte ich eigentlich machen? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ah ja, Weichholz. Ich wollte schon Süßholz sagen. Wie komme ich denn darauf? Wegen der Honigbiene. Deswegen wahrscheinlich. Weil das ein süßer Fang war. Wie viel Weichholz habe ich? 5. Jetzt muss ich kurz gucken. Für das Regal selbst brauche ich... Oh, brauche ich auch 3 Weichholz. Und hier brauche ich... brauche ich noch 1 Weichholz. Okay. Ich will mir eigentlich keinen Baum fällen. Ich muss ein bisschen aufpassen. Dass ich nicht nochmal gegen die Bäume hau hier. Nee. Oh nein. Oh oh. Tot. Er ist allergisch nämlich. Nee. Ist er nicht. War nur ein makabrer Scherz. Okay. An die Bäume habe ich doch bestimmt auch noch nicht geklopft, oder? Doch, vielleicht? Nee, scheint nicht. So. Jetzt komm schon. 1 Weichholz. Willst du mich jetzt... Ah, danke schön. Okay, passt schon. Ja. Werkbank ist hier irgendwo. Ja, stimmt, die Holzwerkbank. Wo ist denn die bitte? Ich habe doch eine Holzwerkbank hergestellt, oder? Ich bin mir fast sicher. Ja, habe ich bestimmt gemacht. Die habe ich gar nicht aufgestellt da drin. Ist auch kein Platz mehr momentan. Okay. Ich kann egal herstellen. Ja, nicht weitermachen. Ich hätte eigentlich aufhören können. Oh, es wird so Zeit, dass erstens das Museum und zweitens das Haus fertig wird. Weil dann kann ich hier endlich aufräumen. Es ist furchtbar. Aber es ist furchtbar schön. Könnte ich das Problem haben, dass ich das Regal hier nicht platzieren kann, ohne dass ich zerquetscht werde. Ah, es geht. Ich kann sogar hier noch hingehen. Cool. Dann können wir nämlich hier theoretisch auch noch die Laterne hinstellen. Dann haben wir sogar Licht. Nur die Werkbank. Oh, die Werkbank ist sehr klein. Ah. Wisst ihr was, ich hab's mir anders überlegt. Ich brauche gar kein Bett. Betten werden überbewertet. Ich meine, ich sitze jetzt schon seit fast 24 Stunden ohne Bett. Offensichtlich sind Betten nutzlos. Weil so eine Mini-Werkbank hat was. Und dann löst das alle meine Platzprobleme, wenn das blöde Feldbett hier nicht mehr steht. Können wir nämlich den Spiegel darüber schieben.
Nur der Karton passt jetzt vom Stil her nicht so ganz hier rein, aber mein Gott. So, und schon haben wir es nett hier. Jetzt hätte ich nur gern Musik. Aber leider habe ich keine Musik. Irgendwann kriege ich Musik und dann... Ihr werdet es schon sehen. Machen wir mal die Switch an. Damit die ein bisschen sinnlos Akku verbraucht. Sonst wäre es ja blöd. Dass alles, was man hinstellt, ein Blatt ist, finde ich verwirrend. Ja, das ist das Symbol für Items, dieses Blatt. Deswegen sehen die alle so aus. Das war schon immer quasi das Erkennungsmerkmal. Es ist nützlich, wenn du beim Einkaufen zum Beispiel bist. Da kennst du gleich, was ist Werkzeug, was sind Möbel, was sind Kleidungsstücke. Und das ist das Möbel-Item, dieses Blatt. Warum das ein Blatt ist? Na, weil es das Zeichen von Tom Nukes, der Filiale, also dem Einkaufskerl. Dem Kaufhaus, in dem man Möbel kauft. Ah, warte, kriege ich jedes Mal, wenn ich von der Mesper gestochen werde, hier 300 Snook-Punkte. Das lohnt sich ja richtig. Ich glaube, dann lasse ich mich noch mehr stechen. Kommt nur her, ihr Wespen. Stecht mich. Traut euch. Fange einen Sandlaufkäfer, sehr spezifisch. Oh, warte mal. Ah, ich habe noch was. Meilen jetzt neu. Meilen für Meilen. So komisch das klingt. Aber du hast Meilen. Du kannst Meilen sammeln, indem du Meilen sammelst. Jetzt neu. Nur bei Nook Meilen Plus. Nook Meilen Plus ist ein Produkt von Nook Inc. Ach, weil wir so tägliche Quests oder so Quests da oben Nook Meilen Plus eben gemacht haben, haben wir jetzt noch mehr Meilen bekommen. Ja, natürlich. Warum denn auch nicht? Kann ich das auch? Nee, das kann ich nicht verändern. Da kann ich nur sitzen und gucken. Bisschen traurig. Naja, dann müsstest du aber zusätzlich zu den, ich weiß nicht wie viel 100 Möbel es in dem Spiel gibt, müsstest du zusätzlich zu den ganzen 3D-Bildern auch noch 2D-Sprites dazu machen. Das ist einfach viel Arbeit. Und vielleicht ist es so tatsächlich wirklich übersichtlicher, das Menü. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das ansonsten einfach nur noch Chaos wäre, wenn da wirklich zu jedem Möbelstück eigene Sprites wären. Erkennt man einfach gar nichts mehr. Feldbett und Holzspiegel verkaufe ich jetzt mal. Ach komm, und die Veilchen auch. Und den Kohlweißling. Und den Schwalbenschwanz. Aber den Rest behalten wir. Das wäre einiges für uns. Moment, das ist doch nicht etwa... Nein, nein, alles in Ordnung. Ich rechne schnell alles zusammen. So. Warum hat denn der so reagiert? Lieber nicht. Oh, wirklich? Sag einfach Bescheid. Warum hat denn der jetzt so komisch reagiert? Ich habe ihm doch eigentlich... Ich weiß nicht. Naja, ich verkauf's ihm nochmal. Vielleicht ist es einfach nur irgendwas, das er persönlich gern mag oder so. Nee, jetzt sagt er das nicht mehr. Vielleicht sagt er das nur manchmal als Scherz. Wer weiß. Na dann 600. Abgewacht. Die Firma dankt. Wir hoffen, du beehrst uns recht bald wieder. Schauen wir mal nochmal, was ich mit meinen 5000 Nook-Meilen jetzt kaufen kann.
Der Balkonteich. Ich habe nicht mal einen Balkon. So ein Flamingo wäre schon auch nicht schlecht. Und so eine Jeans. Und so ein Bild von Toter Mambo. Wäre schon auch nicht schlecht. Aber nee, eigentlich nicht. Hast du ihm irgendwas Seltenes angeboten? Eigentlich eben nicht. Das war ja das. Keine Ahnung. Das war komisch. Ich weiß es wirklich nicht, warum er so reagiert hat. Vielleicht wirklich nur ab und zu ein random Scherz, der auftritt. Kann ich mir schon vorstellen. So, na gut. Ich glaube fast, dann sind wir für heute auch wieder fertig hier. Ich muss jetzt eigentlich warten, bis mein Haus fertig ist und das Museum kommt und ich hier ein bisschen aufräumen und sortieren kann. Insekten und Fische fangen geht natürlich immer, aber muss jetzt auch nicht sein. Das kann man machen, wenn man wieder wirklich was zu tun hat, auch nebenbei. Hauptsache, ich bin wach. Hell wach. Und absolut nicht müde. Niemals. Oh, nach 3 Stunden und 9 Minuten. Es könnte schlimmer sein. Es könnten 9 Stunden und 3 Minuten sein. Mir tut echt schon das Sitzen so weh, ne? Das ist echt super unangenehm. Na schön. Ich glaube, da machen wir Schluss mit Animal Crossing. Ich würde zwar gern weiterspielen, aber es gibt halt jetzt einfach nichts mehr, was wir tun können, leider. Der Kaffee, schnell! Der Koffein und Zucker und Sauerstoffrausch lässt nach. Ich brauche mehr Sauerstoff. Ich habe mich jetzt extra auch meinen Pullover ausgezogen, damit mir ein bisschen kälter ist. Mir ist auch kalt. Das hilft nichts mehr. Was kann ich denn bei Einstellungen eigentlich machen? Hallo, Sepuloni. Hier kümmere ich mich um Anfragen zu verschiedenen Einstellungen. Es geht um sehr wichtige Dinge, deshalb solltest du Kinder lieber einen Erwachsenen um Hilfe bitten. Also, womit kann ich dir helfen? Nuklink. Was ist denn Nuklink? Nuklink, hör, nichts lieber als das. Möchtest du eine Verbindung zum Internet herstellen und Zugriff auf Nuklink erhalten? Details bitte? Ein spezifischer Service? Ach so, für die Nintendo Switch Online App. QR-Codes für Designs. Ah ja, okay. Nee, das brauchen wir nicht wirklich. Dankeschön. Nee, danke. Danke, ist schon okay. Dankeschön. Meine Speicherdaten will ich auch nicht löschen. Insofern. Vielleicht wäre ein Standtisch. Ach, stehen könnte ich jetzt auch nicht. Das machen wir nicht. Hallo, nee, ich habe natürlich nicht geschlafen. 24 Stunden Stream. Ist das Motto. Ich überlege, ob wir jetzt vielleicht Thronebreaker weiterspielen. Das war schon ziemlich cool. Das muss ich schon sagen. Aber man könnte auch, ich habe extra so viele kleine Spiele noch gekauft.
Weil ich mir dachte, dass wir. Und auch noch Dragon Quest 11 haben wir noch gar nicht angetestet. Könnten wir auch noch machen. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt nicht ein bisschen zu kompliziert, zu anstrengend ist. Da muss ich wahrscheinlich auch wieder viel lesen. Das ist ja nicht komplett vertont. Will jetzt nicht lesen. Aber so komplizierte fremde Spiele, die ich nicht gut kenne.